Hi Leute und willkommen zu Koch's Vegan. Heute gibt es wieder einen Rezeptewunsch und zwar diesmal von Marina. Sie wollte etwas haben mit Paprika, Tofu und Spinat. Sie wollte jetzt zwar gehackten Spinat haben, aber ich habe jetzt einfach mal Blattspinat genommen. Ich denke mal, das geht genauso gut. Und ich werde daraus, denke ich mal, gefüllte Paprikaschoten machen. Dafür brauchen wir als erstes mal den Tofu. In diesem Fall ungefähr 250 Gramm. Und zwei kleine Zwiebeln, die ich gleich mal in kleine Würfel schneide. So, und die schwitzen wir jetzt gleich mal an. Am besten wieder eine gut beschichtete Pfanne und ein bisschen Öl. Ich nehme am liebsten Olivenöl. Und wenn die Pfanne heiß ist, können wir die Zwiebeln dazugeben und sie ein paar Minuten einfach glasig dünsten. Nebenbei könnt ihr schon mal den Tofu nehmen und in der Schüssel ein bisschen zerdrücken. Und nach kurzer Zeit könnt ihr dann den Tofu auch dazugeben. Dann braucht ihr noch zwei mittlere Tomaten, die ihr auch ganz einfach in kleine Stückchen schneidet. Ungefähr diese Größe würde reichen. Jetzt könnt ihr die Füllung auch schon mal ein bisschen würzen mit ein bisschen Paprikapulver, Zucker einen Teelöffel, ein kleines bisschen Pfeffer und eine Messerspitze Chili. Und wenn ihr Tofu schon ein bisschen Farbe genommen habt, dann könnt ihr die Tomatenstückchen dazugeben. Und ganz zum Schluss gebt ihr so 2 bis 3 Esslöffel Sojasauce dazu und löscht das Ganze damit ab. Und dann könnt ihr das erstmal von der Flamme nehmen. So, ich wollte jetzt 2 verschiedene Varianten ausprobieren, die Paprika zu füllen. Und zwar einmal von oben und einmal, indem ich die Paprika halbiere. Bei der Variante von oben schneidet ihr am besten so schräg ein, damit ihr den Deckel nachher auch wieder gut draufsetzen könnt. Immer um den Strunk herum. Und das Innere könnt ihr ganz einfach mit der Hand oder mit dem Messer rauskratzen. Am besten das Weiße so gut wie es geht rausnehmen. Und wenn eure Paprika nicht gerade stehen sollte, bei der ist es ja eigentlich ganz gut jetzt, dann könnt ihr auch unten ganz knapp etwas abschneiden, damit sie schön gerade steht. Und die andere braucht ihr ganz einfach nur zu halbieren. Am besten mit einem schön scharfen Messer. Dann braucht ihr euren Spinat. Ich habe jetzt hier aufgetauten Spinat, den müsst ihr ein bisschen ausdrücken. Wenn ihr frischen habt, ist er natürlich sehr viel besser. Dazu kommt einfach ein kleines bisschen Salz. Und dann kannst du schon mit Füllen losgehen. Ich werde jetzt mal hier in den seitwärts aufgeschnittenen zuerst ein bisschen Spinat verteilen. Auch schön reindrücken. Und dann die Füllung. Ebenfalls schön festdrücken. Und jetzt die aufrechtstehende Paprikaschote. Ihr könnt natürlich auch den Spinat mit der Tofu-Füllung mischen und die Paprikas dann damit füllen. Aber ich erhoffe mir einfach ein sehr schönes Bild nachher, wenn das aufgeschnitten wird. Mal sehen, ob es funktionieren wird. Hier gebe ich das jetzt abwechselnd rein, also immer ein bisschen Spinat, dann wieder ein bisschen Füllung, alles festdrücken. Nochmal ein bisschen Spinat. Und den Deckel wieder ein bisschen oben drauf drücken. Und fertig. Wir können jetzt natürlich eine schöne Tomatensauce kochen oder einfach kalt anrühren, zum Beispiel wie die bei der veganen Pizza. Ich habe jetzt hier aber einfach ein bisschen Wasser mit ein bisschen Brühenpulver genommen. Da setze ich jetzt die Paprikaschoten rein
Und dann wird das Ganze gebacken. Und zwar bei 190 Grad, circa eine Viertelstunde lang. So. Ihr könnt es natürlich auch noch länger drin lassen, wenn ihr möchtet. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal lecker aus, finde ich. Mal schauen, wie das aufgeschnitten aussieht. Am besten natürlich mit einem sehr scharfen Messer. Jo, sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, auf jeden Fall sehr lecker. Vielen Dank an Marina für diesen tollen Zutatenvorschlag. Und wenn ihr noch andere Vorschläge habt, dann postet ihr einfach hier unten in die Kommentare in Form von zwei oder drei Zutaten. Ja, und ansonsten viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bam, ba-da, ba-da.